Dann mache ich es wie in Varo, dass ich einfach erstmal Äpfel farme. Aber ja, RW kann heute auch wegen Varo nicht. Zum Beispiel, das müssen wir alles morgen nachholen. Kommt die beim Strike? Mit den Strikes, das weiß ich nicht, wie das jetzt läuft, aber bei uns noch nicht. Bei anderen, die sind eher gefährdet, Strikes zu kriegen, weil die teilweise noch gar nicht gejoint sind. Oh. Die wollten die ganze Zeit nachstarten und haben es nicht gemacht oder erst spät Welche und Staffel ist denn das jetzt? die neunte mittlerweile. Krass. Ich wurde diesmal gar nicht mal gefragt, weil Aufnahmepflicht ist. Ach so, ja Ja, gut. ich nehme nicht auf. Na, aber du könntest einfach das in OBS machen und dann die Datei abspeichern. Geht das? Ja klar, du musst einfach nur statt auf Stream auf Aufnahme gehen. Diesen Button gibt's? Ja, sicher. Ja, ich habe gerade auf OBS kann ich noch Stream starten drücken. Na, aber das steht Das doch geht da. ja. Sick, ich verarsche Natürlich dich aber doch, mein Gott. beides. Ja, das ist aber ein Insider. Du hast doch mal dich da, damals haben wir so ein Insider-Stick bei uns, dass ich doch gesagt habe, ich finde den Aufnahme-Button da nicht. Deswegen stream ich immer. Ja, genau, aber warum kannst du dann nicht mal bei Erbivaro aufnehmen? Geht einfach nicht. Na doch. Nein. Dann nimm's mit Fraps auf oder so, ich kann's Ah, dir schicken. geht nicht, tut mir leid. Na, dann kannst du dich auch nicht beschweren, dass du nicht bei Varo mitmachst. Ich beschwere mich auch nicht, ich habe da gar keine Zeit für Varo. Ja, stimmt, aber du hast ja gesagt, du wurdest nicht gefragt. Ja, nee, weil ich immer gefragt worden bin. Also diese Staffel war es jetzt schon so weit, dass ich gar nicht mehr gefragt worden bin, weil irgendwie weiß ja ich eh nie mitmache. Ja, ne? Ich habe das letzte Mal bei Erbi Varo mitgemacht. Welche Staffel war das? Ich glaube, die sechste. Und da hast du dich töten Nein, lassen. nein, das war nicht die sechste, das war die dritte. Nee, das war Nee, die irgendwann vierte. später. Die vierte. In der ersten Staffel war ich nicht dabei. In der zweiten Staffel war ich dabei, da warst aber du nicht dabei, Sig. Da in der zweiten Staffel habe ich nämlich mit Erwi geteamt. Ja, stimmt. In der dritten Staffel war ich dabei, aber bin nicht. Doch, ich bin gejoint, aber ich habe mich töten lassen. Ich war nämlich, wie heißt es? Ich war mit Machst du nicht Beran mit? damals im Ja, Team. stimmt. Und dann in der vierten Staffel war ich auch dabei. Da bin ich aber in der dritten Folge an Lava gestorben. Das war mit Shandy nämlich. Weil da war noch die Regel, dass nur einer aus dem Team aufnehmen muss. Ja, ne? Und er hat die Regel mittlerweile ja anders gemacht. Ja, in der vierten Staffel war ich letztes Mal dabei. Da habe ich mit Shandy geteamt. Seitdem war ich nicht mehr dabei. Oh shit, ja. Aber ich kann mich noch Okay. erinnern, als die Regel noch nicht dabei war. Aber ich glaube, ich mache gleich auch mal, weil ich muss sagen, das Ganze hier, jetzt ganze Zeit hier alles Logo und so. Das Logo hat mich so abgefuckt und so. Ich glaube, ich mache auch gleich mal kurz eine halbe Stunde Pause und komme dann später nochmal wieder. Ja, ne. Sage ich euch ganz ehrlich, weil ich habe nämlich nur von Essen bestellt, das ist eisekalt, weil ich es nicht angerührt habe. Ah, ne. Bei welchen Koordinaten ist eigentlich der Spawn? 0-0, ne. Nicht 0-0, wir sind voll weit weg. Hier sind die. Hey, wie geht denn der? Ach, MSG ist das. Genau. Dankeschön. So, ja, ich bin am Spawn, falls soll ich dich her-TPen. Ja, oder? Sick dich Danke. auch. Ich wollte noch antworten. Ich hab dir keine Wahl gelassen. Dir keine Wahl gelassen, es ist jetzt so, tut mir leid. Na, Ja, ich. eigentlich, Sick, ich schwör dir auf alles, lass mal direkt das Grundstück direkt hier am Spawn abstecken. Ja. Das ist doch, für dich ist es doch perfekt hier, oder nicht? Das wäre Guck echt mal hier geil. oben. Ja, da kann ich so ein Mini-Haus bauen und dann bin ich richtig Warum denn, stolz warum denn? drauf. Warum dein Mini-Haus? Ich seh, komm mal her, warte, nimm dir das Grundstück, da kannst du direkt hier wohnen am Spawn, ist doch perfekt für dich in den Aufnahmen. Ja, also hätte Hast nichts du Wasser, ist doch dagegen. schön. Und dann kann ich hier oben auf dem Berg ziehen, wenn noch keiner wohnt. Und Falk wohnt Nicht im Wasser. parieren. Aber eine Sache, Ja. wir müssen auf jeden Fall Jenny zu uns holen. Weil wir müssen seine Farm brauchen wir. Also gut, Jungs, also ich komme auf jeden Fall in einer halben Stunde, ich komme auf jeden Fall heute nochmal wieder, aber ich brauche mal kurz Bein hochlegen, mal kurz Pause. Ja, klar. Alles klar, bis später, Jungs. Ciao, ciao. Ciao. Okay, ciao. Sick, bist du später nochmal da? Weiß ich nicht. Ich glaube, ich gehe Ich muss mal gucken, gleich. wie lang. Ja, Alles klar. ich muss auch mal gucken, wie lange ich bleibe. Das Problem ist, jetzt gehen die Lags wieder mehr hoch. Ja, das ist nicht gut. Ich muss gucken, wo ich baue. Ja. Vielleicht hier so. Weil ich hatte eventuell vorgehabt, na, kein richtiges Hochhaus, aber schon so ein bisschen größeres Haus mal zu bauen. Na, das wäre da So auch eine Richtung. Sch ja. vielleicht Ich so weiß gar einen nicht. großen Turm und was weiß ich. Ja, ich hatte mir gedacht, entweder ist ein Adventure Tower, ist ein Stark Tower, oder halt so einfach so ein Hochhaus irgendwie. Genau, ne. Ich habe noch Muss ich gar gucken, keine wo Idee, was ich. ich baue. Ich muss es wieder mal auf mich zukommen lassen. Ich glaube, ich gehe auf die gegenüberliegende Seite. Ja, ich denke, in den nächsten Tagen mache ich mir noch Gedanken darüber, wie ich hier vorfahre. Ja, ich auch. Ich hätte, dass irgendeiner mit schon 3000 Blöcke getöffelt. Von dem. Könnte echt sein. Die machen sich Boote und dann fahren sie erstmal los. Ja. Ich könnte mir irgendwie vorstellen, das Loch hier zuzubauen bei mir. Das wäre eine Idee. Ja, das wäre auch cool.
damit das einfach einheitlich Ich glaube, aussieht und nicht ja. so. Da kann man den Platz viel besser nutzen. Die Frage ist nur, auf welcher Höhe? Hier unten eventuell. Ich hätte auch erst überlegt, ob zum, wie so Basti GAG gerade in der neuesten Staffel macht, irgendwie so ein Loch rein zu bauen. Das hat ja ein Loch geworfen. Ach so, okay. Einfach anstatt hochzubauen, einfach in die Erde rein. Ja, also alles graben und so Ja. wie eine Bergbase. Ja. Deswegen wollte ich auch was anderes machen, weil ich die letzten Staffeln ja immer nur Bergbase gebaut habe. Ja, genau, in Staffel Wollte ich auch 7 was ja anderes auch. machen. Ja, immer nur gefühlt. Na, hat sich ja auch bewährt irgendwo. Es bietet sich halt bei Amplified vor allem an, Ja, dass man das das stimmt. macht. Deswegen bin ich auch am Überlegen, das so zu machen, aber ich will halt an der Oberfläche genauso was stehen haben, damit man wenigstens was hinterlässt und nicht alles nur unterirdisch ist. Ja, das stimmt. Ja, das ist jetzt das Update, wo man die Schilder noch im Nachhinein bearbeiten kann, ne? Das ist cool. Ja, vorher ging das nämlich noch nicht, habe ich gestern erst Ja. noch gesehen. Aber das ist richtig cool. Das stimmt, ey, da habe ich eigentlich auch nicht schlecht gestaunt. Das ist mein Lieblingsfeature, glaube ich, in dem Update. Na, das wurde mal Zeit langsam. Das stimmt. Das einzige Problem ist nur an der ganzen Sache, dass wenn du die Schilder dann eigentlich mal nicht anklicken willst, weil du was einsortierst, dann gehst du die ganze Zeit aus Ja. Versehen drauf. Na, diesen komischen Zipfel, das mache ich auch noch weg. Da ist das hier von der Fläche her besser nutzbar. Vor allem habe ich dann erstmal ordentlich Erde. Natürlich Eisen und so brauche ich noch, damit ich das schneller abbauen kann. Aber das sind ja die üblichen Sachen am Anfang. Aber kann das sein, dass es irgendwie ganz schön lange nicht Nacht gewesen ist? Ja, Ich glaube, das war echt voll lange. dieser Rhythmus hängt wahrscheinlich nach. Das kann sein. Da müsste man jetzt mal die untergehende Sonne sehen. Ja, genau, gerade ist ein bisschen zurückgebackt. Ja. Das merkt man jetzt beim Sonnenuntergang. Oh nee. Das ist aber typisch. Das ist immer, wenn alle Leute am Anfang in alle Richtungen gehen. Na, kann ich das noch ein bisschen ausnutzen hier, wenn da Schimmer am Himmel ist, dass ich das als Thumbnail nehme mit. Na, da gucke ich nochmal kurz auf die Whitelist, um zu wissen, wer da alles draufsteht. Ich hätte irgendwie schon mit mehr gerechnet, aber gut. Die meisten Wie davon viele sind ja auch noch sind? nicht gejoint, die kommen alle später. Oder was heißt die meisten? So 7 Leute oder 6? Ich kann ja schon mal ein bisschen ausleuchten hier, das ist immer eine gute Idee. Ja. Ich bin schon mal gespannt, wer demnächst alles noch joinen wird, ob hier Yolois Ja, G-Man und bestimmt. so wieder kommen, gell? Ja, aber ich kann sagen, ja. Ja, der kommt bestimmt irgendwann noch. Ja, kann ich mir vorstellen, wenn irgendein Event ist oder auch mal so. Aber ist ja auch nicht schlecht, wenn nicht alle auf einmal kommen. Das ist ja eigentlich genauso gewollt, dass wir das verteilen. Ja, nee, das war echt gut. Deswegen haben wir nicht gleich alle angeschrieben, sondern jetzt erstmal langsam fangen wir an und damit sie sich Ja. Stück für Stück erinnern. Ah, es gibt noch ziemlich viele mit 0 Toten, gell? Fällt mir mal auf. Nur wir vorhin Ja, durch die Menschen und so, gell? die Menschen, die waren ein bisschen. Aber ich habe nicht gedacht, dass die weg so stark sind, die kleinen Dinge. Ja, das denkst du Die auch sind nicht. echt. Ja, Diese nee. anderen Viecher sind ja eigentlich die schlimmen mit der Axt oder so, gell? Ja. Aber naja, der Rest ist nicht zu unterschätzen. Ah, Inpart. Vor 3 Tagen hat er hier noch gesprengt bei Erwi auf dem Grundstück. Oh nein. Ja, da musste ich nämlich das Backup von davor nehmen. Ich hab's nur beim Ruiz im Livestream kurz gesehen gehabt. Ja, In stimmt, das kann der sein. Aufnahme später. Da hat das gehört mit, ja, hier wurde alles gesprengt. Und da wird, Ja, ne, das war ja neulich hier, ja. wo wir dann aufgehört haben, bei Rietze zu streamen. Das war einfach das Projektende. Oh nein. Naja, ich habe bei mir dann noch eine Sequenz später aufgenommen, als ich nämlich das alles gefixt hatte und die ganzen Kisten noch einsortiert. Das hat ja auch ewig gedauert, über Infc alle Inventare zu leeren. Aber somit sind eben alle Kisten wenigstens am Spawnen. Da kann man sich beim Raid-Download das alles holen. Ja, stimmt. Na, den werde ich dann irgendwann fertig machen. Muss ich mich mal ransetzen. Vielleicht schaffe ich es heute noch. Die Frage ist halt, ich muss ja bei dem Word-Download 2,5 GB komprimieren auf ungefähr 500 MB. Und dann müssen die ganzen Chunks rausgelöscht werden von den Erkundungen und ewig weit weg. Das braucht man ja alles nicht mit drin. Das frisst halt den meisten Speicher. Ja, stimmt. Na gut, aber ich würde hier vielleicht auch erstmal meine Aufnahme beenden. Also. Ach so, ja. Genau, in dem Sinne sehen wir uns beim nächsten Mal wieder und mal sehen, was ich bis dahin schon geschafft habe. Und vor allem die anderen, da gucken wir uns dann auch mal um. Aber lassen wir die noch ein bisschen machen, ne? Ja, in dem Sinne, haut rein. Thank you.